Weil es ein historischer Tag für den Vorarlberger Fußball ist, ein Sieg in Graz und deshalb auch die Freude riesengroß. Für Sturm eine unerwartete Niederlage und das, obwohl der Beginn nahezu ideal war. Knapp 3 Minuten waren gespielt, Alltag steht viel zu hoch, Balay auf Janča, der alleine auf Kobras und dann steht es 1:0 für den SK Sturm. Jakob Janča erstmals seit über 3 Monaten wieder in der Startformation startet. Wir sehen es hier richtig, keine Abseitsposition. Und dann lässt sich der erfahrene Sturmflügelspieler diese Chance im 1 gegen 1 nicht entgehen, bringt also Sturm früh in Führung. Altach erfängt sich aber rasch und kommt durch Sydney Sam nach einer Viertelstunde zu diesem, wenn auch ungefährlichen Abschluss. Sturm versucht das Spiel zu kontrollieren und wartet auf Konter. Kitaschwili, Balay. Der Ball geht ins Außennetz, außerdem ein Pfiff des Schiedsrichters. Der Assistent hat eine Abseitsposition gesehen und die Zeitlupe zeigt, diese Entscheidung ist wohl nicht richtig. Aber Balay vergibt eben auch diese Großchance, weil er den Ball nicht im Tor unterbringt. Aber Sturm verwaltet nur insgesamt in Hälfte 1. Spielbestimmend ist die Mannschaft aus Altach. Die Rheindörfler haben mehr Ballbesitz, versuchen immer wieder Fußball zu spielen. Allerdings ohne richtig torgefährlich zu werden. Das sehen wir dann auch im Verlaufe dieser Situation. Omgwe im Zusammenspiel mit Tatarotti. Dann geht der Ball einmal tief auf Gebauer. Aber am Ende wieder kein Abschluss. Insgesamt also wenige Höhepunkte in der ersten Spielhälfte. Ein klein wenig despektierlich könnte man sagen. Der einzige Techniker, den sehen wir hier, der Unparteiische Oliver Trachter, der sehr umsichtig dieses Spiel geleitet hat. In Hälfte 2 wird alles wesentlich interessanter, kurzweiliger und Sturm mit der besten Phase des Spiels zu Beginn von Hälfte 2. Hierländer mit einem Kopfball nach Flanke von Schrammel. Sturm ja heute wieder mit einer Viererkette. Dann Freistoß des Bodorf. Wieder Hierländer und wieder Kobras. In dieser Phase also Sturm dran am zweiten Tor. Aber danach reißt wieder das Spiel der Grazer. Der Schlendrian kehrt wieder ein und Altach beginnt wieder zusehends den Ballbesitz zu bekommen und wird dann auch erstmals ganz gefährlich in diesem Spiel. Sydney Sam, Aluminium, 1 Stunde gespielt. Altach klopft an den Ausgleichstreffer durch den deutschen Legionär bei den Altachern. Sehr schöne Balltechnik, Schusstechnik, Glück für die Grazer. Nächster Versuch, Zwischenpoker auf Berisha, da ist Gebauer. Der Ball ist im Netz, aber schon wieder ein Pfiff, schon wieder eine Abseitsanzeige. Und diesmal stimmt's auch, knapp vorne. Christian Gebauer, deshalb zu Recht der Treffer nicht anerkannt. Aber all das sind Alarmzeichen, die Grazer aber nicht richtig verstehen. Und dann ist es soweit. Schreiner, Berisha, Gebauer, Ausgleich. 1:1 gespielt, 62 Minuten, die logische Folge. Feiner Angriff und ganz fein auch zu Ende gespielt. Berisha mit dem Außenrist, ebenso Gebauer. Siemandl kann nicht mehr eingreifen. Berisha verletzt sich übrigens gegen Ende des Spiels am Knöchel. Noch nicht ganz bekannt, wie schlimm es wirklich ist. Aber Sturm reagiert. Mit Janča, mit Kitaschwili, Kobras. Und dann ist es Zwischenbrucker, der vor der Linie noch vor Balay rettet. Nach 66 Minuten plötzlich der SK Sturm mit der Chance auf die erneute Führung. Sturm hat dann mehr vom Spiel, wird auch immer wieder gefährlich, aber vergibt Großchancen, wie hier von Markus Pink. Und zu allem Überdruss gibt es hier eine Abseitsstellung. Es ist aber kein Abseits, aber Pink hat ohnehin nicht getroffen nach seiner Einwechslung kurz vor dem Ende. In der Nachspielzeit, als alles auf ein Unentschieden hingedeutet hat, schon wieder über die linke Angriffsseite, über Schreiner, über den eingewechselten Nussbaumer. Da ist Sydney Sam und das ist das Siegtor. 2:1. Für Altach, 2. Saisontreffer von Sydney Sam, den 31-jährigen Deutschen, in seinem 6. Bundesligaspiel. Aber wie einfach geht das? Alle Gegenspieler weit weg. Kitaschwili, Leitgeb, auch Aflonitis kann nicht mehr eingreifen. Und so fixiert also Sam für Altach das 2:1. Sturm bleibt inkonstant, ist vor allem zu Hause historisch schwach. 2019 11 von 17 Heimspielen verloren und besonders bitter für Nestor El Maestro. Erstmals verliert er nach einer 1:0-Führung.
Und auch wenn der Zeitpunkt für das Siegtor glücklich war, der Sieg der Altach ist letztlich nicht unverdient, weil die Vorarlberger mehr fürs Spiel gemacht haben.